Spitzentennis pur boten die steirischen Landesmeisterschaften in Bruck an der Mur. Neben den Bewerben für Kids, Jugend, Damen und Herren und Senioren sind heuer erstmals auch die Bewerbe für Rollstuhltennisspieler und die Special Olympics auf einer Anlage ausgetragen worden. Der Schritt ist deswegen erfolgt, weil wir im Tennisverband gesagt haben, wir wollen die Inklusion wirklich leben. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir auch die Rollstuhltennisspieler und auch die Special Olympics einladen, gemeinsam mit den Kids, mit der Jugend, mit der allgemeinen Klasse und mit den Senioren auf eine Anlage zu holen. Und wie man sieht, wir haben über 300 Teilnehmer. Es ist ein wirklich toller Erfolg für unseren Verein. Bei den Landesmeisterschaften selbst wird wohl auch der eine oder andere Titel nach Bruck gehen. Es ist so, dass wir vor allem im Kids-Bereich, glaube ich, sehr gut aufgestellt sind und hier große Siegeschancen haben. Die Siegeschancen ziehen sich aber von der Jugend bis zu den Senioren hin. Also wir sind wirklich im Verein sehr gut dabei und insbesondere, glaube ich, bei der Kids-Meisterschaft, da werden wir den einen oder anderen Titel holen. Da merkt man einmal mehr, dass die Nachwuchsarbeit beim ESV Bruck Früchte trägt. Auf alle Fälle. Also im Kids-Bereich, glaube ich, sind wir steiermarkweit Vorreiter. Im Jugendbereich, sage ich einmal, sind unsere besten Jugendlichen jetzt so 11, 12 Jahre. Die kommen in den nächsten Jahren auch in die Kampfmannschaften. Aber wirklich ganz gut sind wir im Kids-Bereich, wo wir vor einigen Jahren gestartet sind. Und von da, glaube ich, hat das Brucker Tennis eine große Zukunft. Und weil eben Kinder die Zukunft sind, hat der Steirische Tennisverband gleich zwei neue Sonderprojekte zur Jugendförderung geschaffen. Das eine ist für die Mädchen, wo wir mit der Babsi Shed, das heißt Ready Shed Go, dieses Projekt. Und für die Burschen und Mädels gemeinsam haben wir eine Zusammenarbeit mit dem Günter Bresnik und dem Wolfgang Diem, dem Papa von Dominik, und das heißt Next Generation Dominik, wo wir die 11 besten, größten Talente in der Steiermark speziell fördern. Und wer weiß, vielleicht kommt ja die nächste Nummer 1 im heimischen Tennis bald aus Bruck. Spitzentennis pur boten die steirischen Landesmeisterschaften in Bruck an der Mur. Neben den Bewerben für Kids, Jugend, Damen und Herren und Senioren sind heuer erstmals auch die Bewerbe für Rollstuhltennisspieler und die Special Olympics auf einer Anlage ausgetragen worden. Der Schritt ist deswegen erfolgt, weil wir im Tennisverband gesagt haben, wir wollen die Inklusion wirklich leben. Und deswegen haben wir gesagt, dass wir auch die Rollstuhltennisspieler und auch die Special Olympics einladen, gemeinsam mit den Kids, mit der Jugend, mit der allgemeinen Klasse und mit den Senioren auf eine Anlage zu holen. Und wie man sieht, wir haben über 300 Teilnehmer. Es ist ein wirklich toller Erfolg für unseren Verein. Bei den Landesmeisterschaften selbst wird wohl auch der eine oder andere Titel nach Bruck gehen. Es ist so, dass wir vor allem im Kids-Bereich, glaube ich, sehr gut aufgestellt sind und hier große Siegeschancen haben. Die Siegeschancen ziehen sich aber von der Jugend bis zu den Senioren hin. Also wir sind wirklich im Verein sehr gut dabei. Und insbesondere, glaube ich, bei der Kids-Meisterschaft, da werden wir den einen oder anderen Titel holen. Da merkt man einmal mehr, dass die Nachwuchsarbeit beim ESV Bruck Früchte trägt. Auf alle Fälle. Also im Kids-Bereich, glaube ich, sind wir steiermarkweit Vorreiter. Im Jugendbereich, sage ich einmal, sind unsere besten Jugendlichen jetzt so 11, 12 Jahre. Die kommen in den nächsten Jahren auch in die Kampfmannschaften. Aber wirklich ganz gut sind wir im Kids-Bereich, wo wir vor einigen Jahren gestartet sind. Und von da, glaube ich, hat das Brucker Tennis eine große Zukunft. Und weil eben Kinder die Zukunft sind, hat der Steirische Tennisverband gleich zwei neue Sonderprojekte zur Jugendförderung geschaffen. Das eine ist für die Mädchen, wo wir mit der Babsi Shed, das heißt Ready Shed Go, dieses Projekt. Und für die Burschen und Mädels gemeinsam haben wir eine Zusammenarbeit mit dem Günter Bresnik und dem Wolfgang Diem, dem Papa von Dominik, und das heißt Next Generation Dominik, wo wir die 11 besten, größten Talente in der Steiermark speziell fördern. Und wer weiß, vielleicht kommt ja die nächste Nummer 1 im heimischen Tennis bald aus Bruck.